Was ist TAFTA? Die globale Vernetzung hat ein rasendes Tempo aufgenommen. Grenzen verschwinden, Wissen und Kultur zirkulieren im Internet. Seit Jahrzehnten regulieren Handelsabkommen die globalen Märkte. Bisher sind sie alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit von großen Konzernen verabschiedet worden, häufig auch zum Nachteil der Gesellschaften und ihrer regionalen Märkte. Momentan wird das Freihandelsabkommen TAFTA verhandelt. Es bezieht nur die Märkte in den Grenzen Nordamerikas und Europas ein und schließt den Rest der Welt davon aus. TAFTA entsteht hinter verschlossenen Türen und bietet keinerlei demokratisches Mitspracherecht der Bürger. So könnten durch TAFTA verschiedenste Nachteile für unsere Gesellschaft entstehen. Konzerne könnten sich sogar über Gesetze hinwegsetzen und Staaten verklagen, weil ihr Geschäft von den regionalen Gepflogenheiten bedroht sein könnte. So wäre zum Beispiel der Schutz von Arbeitnehmerrechten in Europa in Gefahr. Kennzeichnungspflichten könnten verschwinden und Urheberrechte im Internet noch viel härter durchgesetzt werden. Findest du nicht auch, dass es Zeit wird, endlich mehr Mitbestimmung einzufordern?